Hey Leute, willkommen zurück zu Spider-Man. Freut mich, dass ihr da seid. Hui! Ja, danke fürs Einschalten und danke auch fürs Liken und Kommentieren die ganze Zeit. Dementsprechend muss ich jetzt auch, oder will ich verkünden, freudigerweise, dass das Gewinnspiel vorbei ist für das Spiel für die PlayStation 4. Ich hatte ja eins zu vergeben. Gewonnen hat der liebe Garai Shiro. Warum ist das so? Oh, besiegen alle Dämonen bei einem Mob-Angriff. Kontrollpunktangriff, so. Ja, ich will es ganz kurz erklären. Also sorry für alle, die es nicht interessiert. Ihr könnt mal so 2-3 Minuten skippen. Ja, gewonnen hat der Garashiro, weil ich habe ja gesagt, Leute, die oft kommentieren oder Videos liken bei mir, was man oft ja nachvollziehen kann oder halt eben positiv auffallen. Jetzt auch Garashiro im Livestream ist er oft da und das freut mich sehr natürlich. Ich habe auch andere begünstigt, nicht, dass ihr denkt, das war jetzt der Einzige. Also wirklich viele Leute, die da unter den Kommentar geschrieben haben von mir, haben eine Chance gehabt. Ja, es war auf jeden Fall so, man kann da bei so einer Slot-Machine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, kann man Punkte zuteilen. Ich habe ihm ein paar mehr Punkte zugeteilt, also 2, so ein Multiplikator, weil, wie gesagt, er schreibt oft Kommentare, er ist oft im Stream und das ist jetzt, wie gesagt, bei mir so die Devise, wenn Leute öfter da sind, positiv auffallen, dann werden die immer begünstigt bei mir, so jetzt auch beim Shadow of the Tomb Raider bei der Verlosung, die ich habe. Ich habe vielleicht noch einen Key zu verschenken, mal gucken, das kann ich jetzt erst die Tage sagen, wenn ich noch einen kriege. Habe angefragt und die sagten, ja, mal gucken, sieht gut aus. Ja, also auch Leute, die da jetzt sich engagieren und schreiben und sagen, hey, ich hätte ihn gerne, die müssen auf jeden Fall öfter auffallen und nicht jetzt einfach nur mal kurz da sein, einmal so Hallo sagen und dann war's das. Und ja, das finde ich nur gerecht. Leute, die halt in der Community öfter dabei sind, die sollen auch was davon haben. Dementsprechend, alle, die jetzt was schreiben und sagen, ja, nee, finde ich doof, tut mir leid für euch. Kann nicht jeder gewinnen, hat halt nur einer gewonnen jetzt und mich freut es, dass es der Garai Shiro ist, weil der ist wie gesagt sehr oft da und ja, heißt aber nicht, dass ihr anderen da nichts gewinnen könnt in Zukunft. Ich habe nämlich immer mal so ein paar Spiele, die ich ausschütten kann, dementsprechend immer schön Farbe bekennen und was schreiben, meine Videos schauen, liken und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder in einem anderen Gewinnspiel. So, jetzt aber weiter mit Spider-Man. Wow. Ja, weil ich finde das eigentlich nur fair. Weil, wenn jetzt jemand einfach mal so in ein Video reinkommt und sagt, hey, gib mir das, ist halt doof, ne? Ich muss das beenden, bevor es ein Massaker wird. Was ist denn die Voraussetzung hier? Was will ich da machen? Führe 2 Finisher aus, okay. Wow. Lösen wir das auf die ganz spezielle Spidey-Art. Ich habe noch ein paar Gegenstände für euch. Komm her. Häng. Den Finisher. Hey. Oh, die waren schon was platt, siehst du mal. Hey. Oh, in Greenwich habe ich ja gar nichts gemacht. Also ja, nochmal an die Garai Shiro, ich werde dir das zuschicken. Ich glaube, ich mache das gerade im Whisper von Twitch. Also sei bereit, wenn du das jetzt siehst. Dann ist wahrscheinlich eh schon Livestream und dann bekommst du einen Key. Ich freue mich wie gesagt darauf, dass es der Garai Shiro ist. Wow. Ah. So, dann ab zu Otto. Ach du schon wieder. Also Triple J, früher dachte ich, dass sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir, aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Noch lieber wäre ich in einer Position gewesen, in der man auf mich gehört hätte und hätte gehandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt auf mich hört. Also müssen besorgte Bürger wie Sie und ich uns Gehör verschaffen. Stehen Sie auf, holen Sie sich Ihre Stadt zurück. Nur so können wir uns sicher sein, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und indem Sie mir jeden Tag zuhören. Der Doofkopf. Oh nein, ich hatte sie fast. Jetzt habe ich sie. Nicht heim, Süße. 8 von 12 schon. Yay. Die anderen 4 kriege ich auch noch. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja,
Sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Ja, klar. Kein Ding. So, jetzt gehen wir erstmal zu Otto, mal sehen, was der so Neues hat für uns. Vielleicht kann ich auch wieder ein paar Verbindungen knüpfen hier mit den Chemiken, mit den chemischen Substanzen und den Materialien. Ich kriege mal wieder neue Sachen, also das hilft ja auch weiter für unsere Forschung, für unsere Spidey-Gadgets. Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Wow. So viel neues Zeug hier. Ah, okay. Aber erstmal, was haben wir da alles? Okay, also nichts. Ah, das Tonband. Parker, wir haben uns auf den Gliedmaßenersatz konzentriert. Nerven mit abgetrennten Gliedmaßen verbunden und deren Funktion repliziert. Aber warum geben wir den Leuten nicht etwas völlig Neues? Etwas, das unseren Köpfen entspringt. Uns alle von unseren Körpern befreit. Und die unglaubliche Macht unserer Gedanken entfesselt. Na, ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, was er meint. Auch wenn es nicht gut ist. Oh, ich habe wieder zwei neue. S12. Material S12. Doc experimentiert mit Supraleitern. Ui. Sieht schon ein bisschen komplexer aus hier, hä? Huh? Mal so vielleicht. Soll ich so tun? Nee, das ist auf jeden Fall eins zu viel. Aber warte, das ist auch zu viel. Ich kann keine zwei auf einmal wegmachen. Okay. Nee, das geht auch nicht. Das ist auch nicht. Oh Gott, das ist echt kompliziert gerade. Ist auch falsch. So. Aha, gut. Nee, nicht gut. Brauche ich noch zwei in der Mitte. Wie mache ich das denn? Oh mein Gott, das ist gar nicht leicht. Das wird immer komplizierter hier. Auf jeden Fall da einen und da einen und dann ganz hinten noch einen. Vielleicht sowas hier? Ja, das passt. Perfekt. Gut, haben wir das. Hier brauche ich dann wieder das, was löscht. Eins ganz vorne. Nee, das geht auch nicht. Verdammt. God dang. So, ha! Perfekt. Und noch eins mit zwei ganz hinten. Aber auch falsch hier. Ach du Elend. Oh, das geht. Ha! Ich hab's. Das ist gar nicht so leicht. Ich hänge mal noch ein paar Minuten dran, vielleicht, wenn ich jetzt hier so lange brauche. Sehr cool. Komplexe Oxidkeramik. Perfekter Typ 2 Supraleiter. Leitzigonat Titanit. Titanat, so. Vielleicht für einen Außencontroller? Ja, leider kommt jetzt nämlich nur noch ein paar Spider-Man pro Tag, weil jetzt hat er auch Tomb Raider angefangen. Meine Güte, so viele Spiele, so wenig Zeit, nicht wahr? Deswegen jetzt ein paar nur noch pro Tag, leider. Und ich muss auch ein bisschen vorproduzieren, weil meine Frau und ich wollen nochmal an die Nordsee fahren, weil es so schön ist. Geht leider nicht da vorne. Das hier? Das geht doch. Perfekt. Okay. Das noch? Abu. Nee, machen wir das mal.
Das da. Das da. Und das da. Ah, ist doch super. Ich hab's schon. Diesmal haben wir alle Teile gebraucht. Interessant. Polymethyl. Das ist fantastisch. Hm. Ein selbstheilendes Polymer. Dieses Zeug übersteht fast alles. Polymethylmethacrylat. So, dankeschön. Abgeschlossen. Zwei Stück nur noch, dann haben wir alle. Kann ich hier noch? Nee, die Leiter können wir nicht überprüfen. Vielleicht ein paar neue Tonbandaufnahmen. Hey Doc. Oh, das sieht... Sieht aber ein bisschen anders jetzt aus, der Arm. Der ist gepanzerter. Ja, ich weiß ja was. Ihr natürlich auch, wer kennt Doc Ock nicht, ne? Aber ich verrate nichts. Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab all meine Beziehungen spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Aber dieses Mal wird es anders sein. Er sucht schon nach Logos, guck mal. Octavius Industries. Ja. Groundbreaking Technology, creating the world you deserve. Bahnbrechende Technologie für die Welt, die sie verdient. Oder die Welt verdient, so. Oh je. Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Ja. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Ba 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 ba, ba 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 ba. Der 5 Millionen Dollar Mann. Bereit? Oha, das sieht echt nach Nano aus. Alles in Ordnung? Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du Verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Es ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College, tja, und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, naja, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment, Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, tja, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Ich mache frischen Kaffee. Ja, man kann ihn verstehen, ne, dass er so ein bisschen sauer ist. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Ja, ich sehe das schon. Das war eine ganz falsche Spannung, mein Lieber. Warte mal. 5, 5, 3, 4... Soll ich so tun? Ah ne, geht ja gar nicht. Hier. Ha, da haben wir es schon. 5. Die Spannung war 5.
Dieses Mal haben Sie die Ehre. Oh, dass ich verletzt. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt: neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann sie nicht. Ich weiß. Ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. Voll gut. Okay, Peter hat den Tag gerettet. Anruf von MJ. Hey Doktor, ich muss gehen, aber ich komme später wieder. Keine Sorge, die Arbeit läuft ja nicht weg. Ah, ich kann hier noch dran. Ja, komm, MJ kann jetzt auch noch ein Minütchen warten, oder? Die Minute. Die wollte das wahrscheinlich... Ich wette mit euch, die wollte uns... Okay, ich kann doch nichts machen. Die wollte es doch bestimmt versetzen, oder? Advanced Idea Mechanics. Doc, wollen Sie wirklich Zuschüsse von AIM annehmen? Ihr Ruf ist recht fragwürdig. In der Not schmeckt jedes Brot, Peter. Wenn wir etwas vorzuweisen haben, suchen wir neue Finanzpartner. Oh je. Eine neurale Schnittstelle ist gewagt, Doc. Gewagt, aber notwendig. Wenn unsere Prothesen nicht mühelos verwendbar sind, haben wir versagt. Wir schaffen das, Peter. Wir müssen. Wolltest du dich aufräumen, Peter? Die Mikrokabel für die Stimulation der Muskulatur könnten neu verknüpft werden. Mit einem Schraubenschlüssel oder Hammer. Die Werkzeugkiste wortwörtlich stets zur Hand. Ich weiß nicht, die Geldgeber gefallen mir teilweise nicht so recht. Wissenschaft ist immer Risiko. Und dem Risiko sollte man sich stellen. Naja. Ich meine, da hat er recht, was soll er machen? Ohne Kohle kann er die Forschung nicht weiter betreiben. Was ist was? Das hier? Was ist das alles, Doc? Sieht wie eine Panzerung aus. Verteidigungsprototypen. Faszinierend, wirklich. AIM hat mich um Arbeitsbeispiele gebeten. Warum sollte ich ihm meine Genialität vorenthalten? Ha, das war ein Witz. Moment, ist das das Raft? Arbeiten Sie für das Hochsicherheitsgefängnis? In der Tat. Sie holen Angebote für die Modernisierung Ihres Sicherheitsnetzes ein. Ich könnte es versuchen. Lukrativer Vertrag, eine schwierige, aber interessante Aufgabe. Ja gut, solange es für ein Gefängnis ist, ist glaube ich ganz in Ordnung, ja? Doc arbeitet an einem subkutanen Verabreichungsverfahren. Vielleicht um Abstoßungen zu vermeiden. Aber das ist eine verdammt große Nadel. Peter, das ist doch nicht echt. Das ist nur ein Modell. Ist doch so schlau, dachte ich. Okay, die anderen können wir immer noch nicht. Ja, dann wird es wohl nochmal Zeit, dass wir zu MJ gehen. Und mit ihr vielleicht noch ein bisschen... Abendessen haben. Beinahe. Nein, aber ganz ehrlich, darauf läuft es auch hinaus, oder? Das ist doch immer dieses ganze Umwerben, dass man sich kennenlernt und dann am Ende in der Kiste landet. Zumindest bei jungen Leuten. Bei mir zählt das zum Beispiel nicht mehr. Da zählt nur die Romantik und das Miteinander und die Liebe und... Nein, das lässt natürlich nicht nach. Im Alter vielleicht ein bisschen, aber... Na gut, bevor ich mich jetzt verrenne hier in irgendwelche unsinnigen Sachen. Nehmen wir mal das hier. Ja, können wir das? Ja, können wir. Nicht. Herausforderungsmarken, ich habe schon gesehen, dafür muss ich weiterspielen. Oh ja, bitte. Oh. War's schon mit den... Oh nein, Basismarken geht noch. Cool. Ja, Herausforderungsmarken, ich habe schon nachgesehen, dafür muss ich... Huch. Sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Steht unser Essen noch? Essen? Oh, ja, ich wollte eigentlich etwas anderes, aber ja, reden wir beim Abendessen. Mein Angebot, bei dir was zu kochen, gilt noch. Tatsächlich? Tja, ich liebe das Risiko. Ich habe noch zu tun, aber ich kaufe dann ein und melde mich, wenn ich zu Hause bin. Okay, bis bald. Was habe ich gesagt? Sie ist noch irgendwo auf einem Auftrag und macht irgendwas. Das war mir so klar, ne? Da kann ich auch schnell hinreisen. Ich mache hier nochmal so eine Forschungsmarke. Versteckt in der Menge. Okay, Abendessen bei MJ. Geringe Erwartungen. Das muss doch klappen. Dann bin ich wohl selbstständig unterwegs, bis sie anruft.
Ups. Nein, ich habe keine Zeit. Brauche eine Meldung zur Lage im Hafen. Sable. Sable International sind zwar nicht meine Buddies, aber die Dämonen sind schlimmer. Kommt schon, ihr macht den Tauben Angst! Drei Gegner auf einmal, Luft, Elektroschlag. Aha. War knapp. Ihr müsst mir nicht danken, Sable-Typen, aber schon unhöflich, dass ihr es... Was? Ich getan habt? Oh, Peter. Warum bricht er immer diese ganzen Texte ab? Peter. So, Pegasus. Diese Station ist meine Antwort auf Oscorps hoffentlich bald eingestellte Chemiewaffenforschungen. Systematische Gegenmittel für einige der gefährlichsten chemischen Stoffe der Welt. Für diese Analyse benötigen wir hier drinnen natürlich Proben der besagten Chemikalien. Ach super. Okay. Sei vorsichtig hier drin, Pete. Die Station analysiert gefährliche Chemikalien. Im Prinzip wollen wir sehen, wie man sie bekämpft, wenn sie nach draußen gelangen. Naja, was hoffentlich nie passieren wird. Oh nein, jemand ist eingebrochen und hat einen flüchtigen Raketentreibstoff gestohlen. Sie haben den Container beschädigt. Er ist undicht. Nach der Zeiterfassung der Überwachungskameras ist es gerade passiert. Ich muss ihn zurückholen. Meine Spider-Bots sind nur Prototypen, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um einen zu testen. Die Sensoren können der chemischen Spur folgen. Besser als wenn ich hinter dem Dieb herschwinge. Wenn er ausflippt und das Hydrazin fällt, explodiert der halbe Block. Ich brauche einen ruhigen Ort, um den Spider-Bot einzusetzen und zu steuern. Nee, Spider-Bot. Oh, Vorsicht. Alles klar, hier machen wir das. Okay, kleiner Freund. Ah, ein Spider-Bot. Finde die chemische Flüssigkeit und sammle sie auf, bevor jemand krank wird. Ach, wie niedlich. Mein Mini, ich beseitige nicht nur die Flecken, sondern führt mich direkt zum Dieb. Na, kleine Spinne. Die Lilititi. Oh, Vorsicht. Come on. Ich habe mir vor, wie so eine kleine Spinne hier rumrennt und die Leute haben überhaupt keine Angst davor. Der versteckt sich in der Menge. Ich treibe sie mit einem Ultraschallschuss auseinander. Tut nicht weh, aber ist absolut irritiert. Aua. Oh, das war ziemlich laut. Also ich meine... Zum Glück ist das Zeug nur bei einer langen Exposition giftig. Oder wenn es verbrennt. Oh, Eichhörnchen. Vielleicht... Vielleicht nicht. Ah! Das ist super geil, der Spider-Bot. Die alle rumschreien. Das hätten sie noch nie lauten Schall, also so Ultraschall gehört. Na gut, Ultraschall ist schwer zu hören, Spur. Aber... Er läuft weg. Ich muss ihn mit einem Netz einschnüren. Aha. Ich hab ihn. Jetzt hole ich mir den Treibstoff. Er hat ausgerechnet auch noch einen roten Trainingsanzug geschafft. An. Jetzt muss ich den Treibstoff nur noch zur Station bringen. Jetzt werd ich rot. Sieh mich nicht an. Der kleine Spider-Bot ist nützlich. Wenn die Dinger günstiger wären, wären sie eine große Hilfe. Was denn? Du hast doch einen, der ist so funktionabel. Gar nicht so wild. Die Chemikalie ist wieder an Ort und Stelle. Ja. Die Sicherheit der Station ist verbessert. Und Yuri hat das Videomaterial für die Verurteilung. Diese Station hat sich ihren Erhalt verdient.
Sie wird sicher nicht geschlossen, vor allem jetzt, da die Chemikalien sicher weggesperrt sind. Sehr gut. Ach, ist mit MJ zu Abend. Meine Aufgabe. Soll ich jetzt zu MJ? Ach ja, komm. Wo ist sie denn überhaupt? Ja? MJ? Oh. Hey, MJ. Okay, ich habe ein paar Sachen für uns eingekauft. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich komm dann rüber. Mach dich auf was gefasst. Was für Schweinskopfsülze? Mach dir was aus Schweinskopfsülze. Lecker, lecker. Alle Einheiten, maskierte Terroristen transportieren wohl eine Bombe. Der Ort ist South of Houston. Ich komm schon. Stoppe den Laster, sicher? Spinne die Bombe ein. Okay, krieg ich hin. Aua. Hey, ihr Schweine. Ah, so eine Sonntagsverfolgungsjagd durch die Stadt ist doch was Schönes, oder? Wow. Ja. Räuber und Gendarm. Mitspiel? Endstation. Ja. Die ganzen LKW schon wieder. Die Jagd ist vorbei, aber die Bombe ist scharf. Muss mich schnell darum kümmern. Mörderparade aufgehalten. War nicht gerade in der Luft? Also nicht weit in der Luft? Aber okay. Was macht sie denn da oben? Das ist ihre Wohnung. Ha! Oh, JJ, jetzt muss man die Fresse halten. Tut mir leid. Du redest eh viel zu viel. Mehr als ich sogar, wenn ich drüber nachdenke. Das ist schon eine Menge. Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Ich lausche gespannt, wie sie den Knopf hochgehoben hat. Ein cooler Effekt. Früh am Tag. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Dieses Büro. MJ Action. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert happy. Haha. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Hey, Rick! Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Lee finanziert dafür den, das ist aber ein Hühner. Dieses Büro. Wisch mal besser die Schlacke von der schlappigen Schweißnaht. Wenn der Boss das sieht, was ist das... Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Nur Proben. Der Boss arbeitet nach dem Rezept. Aber Mann, das haut rein. Alles in Ordnung? Die ist aber ganz schön laut noch dafür. Die Fußstapfen. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Baufahrzeug. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Na, wo geht's weiter, Kumpel? Hey, jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Ja. Kriegst du aber nicht, hab ich eingesteckt. Den behalte ich. Ist das deine neue Gattersäge? Ich mir das ein. Oh, wo gehst du lang? Na gut. Wer ist da? Oh nein! Moment! Bam, bam, bam! Mission gescheitert! Moment! Okay, scheiße. Ich bin zu früh los. Ich war so sicher, dass der Kerl blind ist. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Na gut.
Hey, jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Ja, wie sie aufstapft, das ist voll laut eigentlich. Hey, ich hab was gehört. Haben wir alle. Gut, ne? Oh oh. Was ist das? Eine Art militärische Ausrüstung? Ist das deine neue Gattersäge? Oh oh oh. Geht da auch mal weiter? Ja. Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Holen wir noch mehr Vorräte ab? Erst die Verpackungen entsorgen. Wir sollen sie bis nächste Woche in einem... Die Fässer sehen wichtig aus. Alchemax. Kommt mir... bekannt vor. Sorry. Ich wollte nicht warten, weil sonst werde ich noch entdeckt. Was ist da drin? Karte und was? Lee merkt das nie. Tombstone. Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ja! Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. Ich kann jetzt nicht. Oh, MJ. Ich muss in dieses Büro. Mach doch nicht so eine Scheiße hier. Tombstone ist ein richtig harter Typ. Der ist echt gefährlich. Und ich glaube, wenn, dann hat er die härtesten Eier. Das kommt schon. Ach, MJ. Bringst du dich hier so in Lebensgefahr? Geschafft. Ja, und jetzt? Tombstone, der ist hart wie Stein. Deswegen, ja gut, heißt er glaube ich nicht so, aber... Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzer? Und los geht's. Nee. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Hol das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Ja. War schon Zeit vor einer halben Stunde. Aber gut. Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst, hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte... Wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wir Spider-Girl? Spider-Woman? Nein. Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin.
Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Hey, dein Verbrechensystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Oh, wie schön. Ja, wie gesagt, Tombstone, das ist ein super harter, ich glaube Söldner. Wie ist der, Leslie Lincoln oder so, ne? Ganz soll ich den jetzt verwechseln, aber Leslie Lincoln, und der ist halt super, quasi unverwundbar, wie Stein. Sehr stark, sehr gefährlich und sehr verrückt. Naja, aber wir machen jetzt erstmal Schluss, Leute. Nächstes Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr immer positiv auffallt durch Kommentare, ich merke mir das, ja. Und vielleicht Likes, dann, ja, habt ihr auf jeden Fall wieder Vorteile beim nächsten Gewinnspiel, wenn ich mal was mache. Danke fürs Zusehen, danke fürs Schalten, fürs Einschalten und wir sehen uns zu Spider-Man. Macht's gut, ciao.